Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen, die sich heute auf den Weg hierher gemacht haben in unsere Kirche. Einen guten Morgen, herzlich willkommen. Auch daheim ein herzliches Willkommen an den Bildschirmen, wo Sie vielleicht in einem noch angenehmeren Platz als hier in der Kirche sitzen und Gottesdienst mit uns feiern. Aber ich finde, hier kann man es gut aushalten. Ich hoffe, Sie hatten gestern auch die Möglichkeit, ein schattiges Plätzchen für sich zu ergattern, um der Wärme zu trotzen. Mir ist in den letzten Tagen ein Lied wieder in die Hände gefallen, das 2017 ein Lied war, das zur Jahreslosung damals textet und gedichtet wurde. Die Jahreslosung 2017 hieß: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist ein Wort aus dem alttestamentlichen Propheten Hesekiel. Ein neues Herz, das wieder, so möchte ich es deuten, im Rhythmus des Vertrauens schlägt. Und einen neuen Geist, der voller Hoffnung auch wieder nach vorne schaut. Wie aber schenkt Gott ein neues Herz und einen neuen Geist? Er schenkt es letztlich in der Begegnung mit Jesus Christus. Wo ein Mensch beginnt, Jesus Christus zu vertrauen, da werden Herz und Geist wieder neu. Wo ein Mensch beginnt, Jesus Christus zu vertrauen, da wird das innere Zentrum, was mit Herz gemeint ist, wieder neu ausgerichtet. Da wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Im Refrain des Liedes, das wir gleich singen werden, heißt es: Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. So habe ich die Hoffnung, dass wir auch in dieser gottesdienstlichen Zeit, die jetzt vor uns liegt, an der einen oder anderen Stelle unser Herz für Gott schlagen hören. Singen wir miteinander das erste Lied auf dem Liedblatt, das ausgeteilt wurde. Wir singen zweimal den Refrain, damit er ein bisschen im Ohr ist, und dann geht das Lied so richtig los. Gott schenkt uns ein neues Herz, auf der ersten Seite der Refrain. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Gerade nochmal. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Befreit.
nichts Gutes bringen, dann braucht es eine, die uns fragt. Wollt ihr mit hartem Herzen denn alles das ausmerzen, was Gott aus Liebe zu euch sagt? Wie gut, dass Gott euch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Weg zerschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Gott hat das neue Leben durch Christus uns gegeben, nun ist es Zeit, dass jemand sagt: Kommt, lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren, weil er die Zukunft mit uns wagt. Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Weg zerschafft. Schon ein erstes Mal in Schwitzen gekommen. Stehen wir miteinander auf und warten noch, bis unsere Organistin am Platz ist, dass sie dann auch entsprechend den richtigen Einsatz geben kann. Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Beten wir miteinander im Wechsel den Psalm für diesen Sonntag und diese Woche im blauen Liederheft, die Nummer 914.1. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Barmherziger Gott, wir sind froh und dankbar, dass wir heute wieder als Gemeinde zum Gottesdienst zusammenkommen dürfen. Wir sind froh und dankbar auch für die Worte des Psalmbeters, der uns zum Loben und zum Danken animiert und einlädt. Und ja, es gibt wahrhaftig Grund genug, dir zu danken, dich zu loben, dich für deine Größe zu loben. Wir wollen uns einen Moment der Stille nehmen, um das zu tun. Wir danken dir, Herr, dass du auch auf unser Herz und unseren Geist Acht gibst. Wir bitten dich, dass du da, wo es nötig ist, auch uns erneuerst und uns mit deiner Hoffnung, mit deiner neuen Perspektive beschenkst. Das beten und bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nehmen wir doch bitte wieder Platz und stimmen ein in das Lied aus dem Gesangbuch »O, dass ich 1000 Zungen hätte«. Wir hören an dieser Stelle auf die Schriftlesung für den heutigen Sonntag und es ist gleichzeitig der Predigttext. Ich darf unsere Konfirmandin, die Hanna, nach vorne bitten. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinsten Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze im Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer.
Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil am Guten im Leben schon bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil am Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns hinüberkommen. Da sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird sie es auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Wir bekennen miteinander unseren Glauben und stehen nach Möglichkeit dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt doch wieder Platz. Thank you.
Liebe Gemeinde, Lazarus, von dem wir gehört haben, lebt in jeder Stadt. Was er will, ist herzlich wenig. Er will etwas von den Essensresten, die die Wohlhabenden wegwerfen. Von den Essensresten, die regelmäßig in den Küchenabfällen landen. Mehr will er gar nicht haben. Stattdessen kommen die Hunde und lecken mit sabberndem Maul seine Geschwüre. Lazarus lebt in jeder Stadt. Ein Kind, das morgen an Hunger sterben wird. Ein Mädchen, das sich heute für ein paar Euro prostituiert, um ihre Familie zu ernähren. Ein Dorfbewohner, der im letzten Monat von seinem Land vertrieben wurde, weil er skrupellosen Großgrundbesitzern im Wege war. Dabei beginnt die Geschichte, die Erzählung vom reichen Mann und vom armen Lazarus, wie wir sie gehört haben, so ähnlich wie ein Märchen. Es war ein reicher Mann. Und tatsächlich scheint Jesus in dieser gleichnishaften Erzählung die Grundstruktur eines ägyptischen Märchens seiner Zeit aufgegriffen zu haben und für seine Aussage Absicht abgewandelt zu haben. Ein Märchen, das also bekannt war in seiner Zeit und in dem alle typischen Motive eines Märchens vorkommen. Ein Reicher, rauschende Feste, ausgewählte Leckerbissen, edle Kleidung und auf der anderen Seite ein Armer mit seinen Geschwüren, der nichts als seine Straßenhunde hat. Immerhin, der Arme hat einen Namen. Lazarus heißt er, erfahren wir. Das bedeutet, Gott hilft. Wirkt fast schon ein bisschen zynisch, wenn man anschaut, wie er zu Lebzeiten dahin vegetierte. Lazarus, Gott hilft. Der Reiche hat keinen Namen. Das ist heute anders, nicht? Stünde die Geschichte nicht in der Bibel, sondern in der Zeitung oder auf irgendwelchen Internetforen, dann wüssten wir den Namen des Reichen, nicht den des Armen. Wir kennen die Namen der Promis aus Film und Fernsehen, wir kennen Sportler, Musiker, Regierungschefs, wir kennen die dazugehörigen Klatschgeschichten. Die Namen sagen uns etwas. Doch wer kennt schon den Namen des Bettlers in der Fußgängerzone? Den Namen des Obdachlosen, der vor dem Lebensmittelgeschäft hockt und einen Kaffee schnorren möchte. Das sind alles Namenlose für uns. Und selbst wenn einmal in der Zeitung oder im Fernsehen eine anrührende Geschichte von einem armen Obdachlosen, Unbekannten erzählt wird und der Name tatsächlich auftaucht, dann ist er doch schon übermorgen wieder vergessen. Die Namen derer, die am Rande leben, die kennt doch letztlich nur einer, Gott. Die Gegensätze, die in der Erzählung von Jesus aufgezeigt werden, die sind auch hart und brutal. Reich und arm, Lebensgenuss und Leiden, Himmel und Hölle, Trost und Qual, so nahe kommt einem das Elend sonst nicht gleich. Bei der Bettlerin in der Fußgängerzone, da können wir ja wegsehen. Schnell auf die Uhr gucken oder zum nächsten Geschäft gehen. Not und Elend gibt es im Fernsehen oder ist Thema von Spendenaufrufen, die dann wieder in unseren Briefkästen landen. Noch immer stirbt alle 10 Sekunden ein Kind irgendwo auf der Welt an Hunger. Das könnten wir jetzt hochrechnen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Flucht, Vertreibung, Missernten, Klimaveränderungen. Und in aller Regel liegen die Gründe für das Sterben außerhalb des engen Umfeldes, in dem das Kind liegt. Das sind Dinge, die von außen auf es zukommen. Ich habe nachgelesen, dass Frauen weltweit die Last der Armut tragen. 60% der unbezahlten Arbeit, die weltweit erbracht wird, wird von Frauen geleistet. Und 70% der Menschen, die weltweit leiden, sind weiblich. Und 80% der Grundnahrungsmittel in den Entwicklungsländern werden von Frauen unentgeltlich erzeugt. Zahlen, die kurzfristig aufhorchen lassen, vielleicht sogar zu Herzen gehen, aber dann bleiben es doch irgendwie auch wieder Zahlen, weil es keine Gesichter und keine Namen dazu gibt. Ob der Reiche
den Armen vor seiner Tür überhaupt als Menschen wahrgenommen hat. Mit seinen Geschwüren sicherlich kein schöner Anblick. Aber dann auch wieder im Alltag damals irgendwie normal, gehörte irgendwie dazu. Wahrscheinlich hat er kaum einen Gedanken an Lazarus verschwendet. Aber er kannte seinen Namen, denn später, als er mit Abraham korrespondiert, da nennt er den Namen von Lazarus. Er kann also nicht behaupten, er hätte von dessen Leiden nichts gewusst. Lazarus ist unermesslich arm. Und wie er so arm geworden ist, das erfahren wir überhaupt nicht. Es täte auch nichts zur Sache. Es fehlt ihm am allernötigsten. Er hofft noch irgendwie auf die Reste, auf noch essbare Abfälle, die der Reiche wegwirft. Er hat eine schreckliche Krankheit, ist ohne jedes Ansehen und ist in den Augen der Menschen wohl so viel wert wie ein streunender Hund. Und dann auf der anderen Seite der reiche Mann. Reichtum und Wohlstand waren ja in den Jahrhunderten zuvor ein Ausdruck des Segens Gottes. Wer reich war an Gütern, an materiellen Gütern, an Vieh, an Nachkommen, der galt als von Gott gesegnet. So beschreiben es die Erzählungen in der Bibel von Anfang an. Beim Abraham, beim Jakob, beim Josef, beim Isaak, wo auch immer wir hinschauen. Und dann merken wir, wie auch in der Bibel so langsam das Bild vom Reichtum anfängt zu kippen. Reichtum wird mehr und mehr auch anders gesehen. Nicht mehr der Segen Gottes steht im Vordergrund, sondern die Frage, wie gehst du Mensch mit dem Reichtum, mit dem Segen Gottes, den er dir anvertraut hat, um? Von dem reichen Mann in unserer Geschichte wird nicht erzählt, wie er reich geworden ist. Es wird auch nicht gesagt, dass er ungerecht gehandelt hat, dass er korrupt gewesen wäre oder dergleichen. Es wird nicht erzählt, dass er seinen Reichtum durch Wucher oder auf Kosten anderer erworben hat. Wir kennen eine andere Geschichte dazu, den Zachäus. Da wird es deutlich, woher er sein Geld bekommen hat. Hier ist es völlig offen. Aber wir merken, dieser Mann da vor seiner Hausmauer oder Grundstücksmauer, dieser Lazarus, der ist ihm einfach gleichgültig. Er sieht ihn gar nicht wirklich, obwohl er seinen Namen kennt. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem reichen Mann und Lazarus ist die, dass beide sterben. Der Tod ist eben doch der große Gleichmacher. Aber nach dem Tod ist es dann auch schon wieder gleich vorbei mit der Gleichmacherei, denn wir sehen, die Verhältnisse drehen sich gewissermaßen um. Lazarus stirbt, der Reiche stirbt. Vom Reichen wird erzählt, dass er begraben wurde. Wir dürfen annehmen, dass das ein sehr prächtiges Begräbnis war mit vielen Nachrufen und Lobeshymnen. Dass auch Lazarus begraben wird, wird nicht erzählt. Aber er wird direkt, heißt es hier, von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen, ein Bild für das Paradies. Der reiche, selbstgewisse Mann dagegen gerät in die Hölle, wie es hier heißt, und er erleidet quälenden Durst. Mit Hölle ist hier übrigens der Ort der Toten vor dem Gericht Gottes gemeint. Nicht das, was wir vielleicht damit verbinden. Und von Ferne sieht er also Lazarus in Abrahams Schoß sitzen und bittet darum, dass Lazarus ihm doch mit einem Tropfen Wasser die Zunge kühle. Also auch hier möchte er noch quasi Befehlshaber spielen und den Lazarus zu einer Dienstleistung heranziehen. Das geht aber nicht, sagt Abraham. Die Kluft, der Abstand zwischen beiden ist zu gewaltig. Es gibt keinen Weg von der einen in die andere Richtung und umgekehrt. Es kann nichts mehr verändert werden. Ein Bild letztlich dafür, dass wir Menschen mit dem, was wir tun oder eben nicht tun, in voller Verantwortung vor Gott stehen. Der Reiche blickt weiter auf Lazarus. Er sieht ihn, jetzt endlich sieht er ihn mal, leider zu spät. Er sieht, was er gemacht hat und er kann nichts mehr verändern. Wir kennen das vielleicht aus anderen Zusammenhängen auch, nicht? Viel später, wenn alles schon vorbei ist, ja, wenn der Kittel schon geflickt ist, der Käse schon gegessen, dann entdecken wir plötzlich, dass wir mit einem bestimmten Tun, mit einer bestimmten Handlung oder einem Nicht-Tun, einem Unterlassen, dass wir damit etwas angerichtet haben. Wir entdecken plötzlich, dass wir übersehen haben, was wir übersehen haben, wo wir uns hätten berühren lassen müssen,
Und wir spüren, wir können nichts mehr ändern. Und dann merken wir, wie uns das bedrückt und umtreibt, weil man die Uhr nicht zurückstellen kann. Es muss nicht gleich die Hölle sein, die wir da erleben, aber für manch einen wird es dann zu etwas wie einer persönlichen Hölle, damit leben zu müssen. Und dazwischen dann die Kluft, der Abstand der Zeit. Die Zeit, die uns von dem, was war, trennt. Und die Unmöglichkeit, noch etwas nachträglich verändern zu können. Die Geschichte hier erzählt also neben anderem, du bist verantwortlich für dein Handeln. Schau also, was du tust. Schau, wo du jemanden oder etwas übersehen hast. Und schau einmal auf die andere Seite deines Lebens, dort, wo du normal vielleicht nicht so oft hinschaust. Da wirst du so manches entdecken, was du im Blick auf dein eigenes Leben nicht siehst, weil du so auf dich fokussiert bist. Der Reiche versucht es weiter, erfahren wir. Er denkt zum ersten Mal nicht nur an sich selbst, das ist ja schon mal was Positives. Er denkt an seine Brüder, an seine Familie, immerhin. Und die sind offenbar ebenso selbstsicher wie er. Aber er sagt, ihnen soll nicht das Gleiche passieren. Es reicht, wenn ich hier bin. Aber auch dieser Wunsch wird ihm abgeschlagen. Er hört, sie haben doch Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. So lautet die knappe Antwort. Sie haben also die Tora, die Gebote Gottes, und sie haben die mahnenden prophetischen Stimmen. Das muss genügen. Doch die Brüder hören nicht auf Mose und auf die Propheten. Und dann nimmt der Reiche noch einen letzten Anlauf. Ja, wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, sprich Lazarus in dem Fall, so würden sie umkehren. Aber auch dieser Wunsch wird abgewiesen. Die Brüder sind genauso selbstsicher wie der Reiche und davon überzeugt, dass ihr Vermögen Sicherheit genug ist. Sie würden doch wohl kaum die Bibel zur Hand nehmen und über die Weisungen und Gebote Gottes nachdenken. Beim Propheten Micha lesen wir, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Eine klare und verständliche Ansage. Und eigentlich, so könnte man denken, müssten wir Menschen doch aus uns selbst heraus wissen, wie Menschen gut miteinander leben können. Nach der einfachen Regel im Volksmund, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder in den Worten Jesu in der Bergpredigt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Man nennt diesen Vers aus der Bergpredigt ja die sogenannte goldene Regel. Sie ist im Grunde ein in Worte gefasstes menschliches Grundgefühl. Wir können aus eigenen Gedanken im Grunde doch wissen, wie eine bessere Welt aussehen könnte, in der Menschen, seien sie jetzt arm oder reich, aus welchen Gründen auch immer, miteinander leben könnten. Gerechtigkeit ist doch im Grunde nicht so schwer zu denken. Wir haben doch genügend kluge Köpfe dafür. Und dann stellen wir doch wieder fest, wie schwach der Mensch ist und wie sehr er auf sich selbst bezogen ist. Und darum ist dieses äußere Wort wichtig, das auf den Weg bringt, dass es auf den Weg bringt, Gottes Wort, Mose, die Propheten, wie es in unserem Text heißt. Aber das, was da auf den Weg gebracht werden soll, bei dem Reichen oder bei seinen Brüdern, das wird eben nicht ernst genommen. Der Reiche in der Geschichte wird diese Worte bestimmt auch gekannt haben, aber es fehlte an der Überzeugung, dass diese Worte für ihn persönlich auch wichtig sind und gelten, dass es Gottes Worte für ihn sind. Und so will uns diese Geschichte auch daran erinnern, dass wir unsere Verantwortung vor Gott aus der Heiligen Schrift entnehmen können. Mehr brauchen wir im Grunde nicht. Und wer diesen Worten kein Gehör schenkt, der wird auch einem, der von den Toten zurückkehrt, nicht folgen. Und wir hören da die Anspielung auf die Auferstehung Jesu. Ich glaube, zwei Dinge will diese gleichnishafte Erzählung, die uns Jesus geschenkt hat, nicht. Jesus will arme Menschen nicht auf ein besseres Jenseits vertrösten.
Da sind wir auf der falschen Spur. Und er will auch Reichtum und Besitz nicht grundsätzlich schlecht machen und verurteilen. Da wären wir auch auf der falschen Spur. Aber diese Erzählung und Jesus in ihr fragt uns, jeden und jede einzelne von uns, wie lebst du im Angesicht des Armen vor deiner Haustür? Wie lebst du im Angesicht des Armen vor deiner Haustür? Nimmst du ihn oder sie überhaupt wahr? Siehst du die Armen oder übersiehst du sie? Wie kann ich sie unterstützen? Was brauchen sie? Wie kann ich ihnen helfen? Und dabei, so die goldene Regel, kann ich auch mal ganz einfach von mir selber ausgehen. Ja, was möchte ich denn, wenn ich am Ertrinken bin? Ja, gerettet werden natürlich. Selbst wenn es während meiner Flucht oder auf meinem erkauften Weg in eine scheinbar lebenswertere Zukunft geschieht. Ja, was möchte ich denn, wenn ich in einem Flüchtlingslager auf irgendeiner griechischen Insel in einer Kloake sitze und zitternd vor Kälte nicht weiß, wie es weitergeht? Ja, ich möchte doch, dass Menschen auf mich aufmerksam werden und barmherzig handeln, selbst wenn sie sich vielleicht für bessere EU-Bürger halten. Ja, und was möchte ich denn, wenn ich nicht weiß, ob meine Kinder den morgigen Tag überleben, weil sie, wie auch ich schon, in diesen üblen Slums in Kenia aufwachsen müssen? Ja, ich möchte, dass ihnen jemand zu essen gibt, was denn sonst, und dafür sorgt, dass sie zur Schule gehen und etwas lernen und irgendwann sich auch selber versorgen können. Und was möchte ich, wenn ich in einen Krieg verwickelt worden bin und viele meiner Verwandten schon ums Leben gekommen sind? Ja, ich möchte doch, dass es Menschen gibt, die ihren Einfluss einsetzen, um das zu beenden. Was denn sonst? Mit anderen Worten, ich möchte, dass Menschen Barmherzigkeit üben. Dass sie sich nicht nur um sich selbst drehen, um ihre Belange, sondern ihren Blick mal wegwenden zum anderen. Lazarus lebt in jeder Stadt und wir dürfen ihn nicht übersehen. Jesus rückt ihn uns ins Blickfeld. Und dabei ist es wichtig, dass wir nicht geben, um zu nehmen, sondern dass wir nehmen, um zu geben. Was ist damit gemeint? Das eine spielt sich nur auf der Horizontalen ab und das andere bezieht die Vertikale, die Verbindung zu Gott mit ein. Geben, um zu nehmen. Geben, um etwas anderes zu nehmen, zu erhalten, heißt, ich kümmere mich um andere, um letztlich auf diese Weise auch ein Stück weit Anerkennung zu bekommen, geachtet zu werden. Das gibt es leider, dass Menschen ihre Wohltaten vor sich hertragen, wie ein anderer seinen Schmuck. Aber nehmen, um zu geben, hat eine andere Richtung. Nehmen, von Jesus nehmen und weitergeben. Das ist die andere Richtung. Ich nehme von Jesus und gebe es weiter. Und von ihm erhalten wir auch, was wir brauchen zum Weitergeben. Liebe, Kraft, Geduld, Freude und manche materiellen Möglichkeiten. Und das geben wir dann fröhlich an andere weiter, die es nötig haben. Und behalten dabei aber Jesus, den Barmherzigen, im Auge, der sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, ansonsten sind wir tatsächlich schnell am Ende, ausgelaugt und vielleicht selbst auch zutiefst gefährdet. Ich schließe mit einer jüdischen Legende. Sie erzählt von einem Rabbi, wie so oft, und seinen Schülern. Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann die Nacht aufhöre und der Tag beginne. Und einer seiner Schüler, wie das so eingespielt war, antwortet mit einer Gegenfrage: Rabbi, beginnt der Tag, wenn man einen Zwetschgenbaum von einem Pfirsichbaum unterscheiden kann? Und der Rabbi sagt: Nein. Und ein zweiter Schüler fragt: Rabbi, beginnt der Tag, wenn man einen Esel von einem Hund unterscheiden kann? Wieder verneint der Rabbi. Und darauf drängen die Schüler dann ihren Lehrer und sagen: Jetzt sag uns doch die richtige Antwort. Wann hört die Nacht auf und wann beginnt der Tag? Und der Rabbi antwortet: Die Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht schaust. Und es wird heller Tag, wenn du in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst. Im Gesicht des anderen den Menschenbruder, die Menschenschwester entdecken. Im Gesicht des anderen einen Menschen sehen, dem Gottes Barmherzigkeit gilt, wie auch mir.
und der auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen ist, wie auch ich. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die unseren Horizont erweitern und unsere Herzen nachhaltig füreinander öffnen können. Amen. Singen wir miteinander aus dem blauen Liederbuch das Lied »Wenn Glaube bei uns einzieht«, die Nummer 213. Sich der Horizont, wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt und Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont, wir fangen an zu leben, weil der sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Wenn Liebe bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Wenn Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Lasst uns miteinander und füreinander beten, und wem es möglich ist, der stehe doch dazu auf. Und ich bitte in das gesungene Kyrie Eleison aus unserem Gesangbuch, die Nummer 178,9, mit einzustimmen. Aber wenn wir es erste Mal gesungen haben, werdet ihr es gleich erkennen. Barmherziger Gott, du teilst die Fülle des Lebens aus.
Und dieses Wort Fülle müssen wir uns immer wieder mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Du verschenkst deine Liebe. Wir bitten dich für die Menschen, deren Leben in Gefahr ist, ganz aktuell, für die Frauen und Kinder auf der Flucht, aber auch für die Soldatinnen und Soldaten in den Kriegen. Gemeinsam rufen wir: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Nachbarschaft, für die, die in Not geraten sind, für die Kranken und Verzweifelten, für alle, die auf Hilfe anderer angewiesen sind, aber auch für die, die anderen helfen. Gemeinsam rufen wir: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir bitten dich für die Menschen, die gleichgültig sind für das Leid anderer, die Hass säen und Gewalt lieben, die deine Schöpfung verachten und sie zerstören. Gemeinsam rufen wir: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir bitten dich für deine Kirche. Öffne unsere Ohren, damit wir dein Wort hören und verstehen. Öffne unsere Hände, damit wir dein Wort tun und deine Liebe austeilen. Teile du mit uns und mit allen, die zu uns gehören, die Fülle des Lebens. Gemeinsam rufen wir: Kyrie eleison. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Nehmen wir noch einmal Platz und greifen nochmals zu dem Liedblatt vom Anfang: Ein neues Herz. Zeit.
uns fortbewegen auf unheilvollen Wegen, dann braucht es einen, der uns fragt. Ging euren tauben Ohren die Fähigkeit verloren, auf das zu hören, was Gott sagt? Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit, wenn Stimmen laut erklingen, die uns nichts Gutes bringen, dann braucht es eine, die uns fragt. Wollt ihr mit hartem Herzen denn alles das ausmerzen, was Gott aus Liebe zu euch sagt? Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Gott hat das neue Leben durch Christus uns gegeben. Nun ist es Zeit, dass jemand sagt: Kommt, lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren, weil er die Zukunft mit uns wagt. Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Zuerst mal nochmal Dankeschön für alle, die heute dafür gesorgt haben, dass der Gottesdienst in dieser Art und Weise stattfinden konnte, die auch mitgewirkt haben vom Begrüßungsdienst durch die musikalische Begleitung, bei unserer Konfirmandin für die Schriftlesung und auch für diejenigen, die jeden Sonntag diesen Blumenschmuck herrichten für unseren Altar. Vielen Dank. Wir danken herzlich für eure Gaben, die Sie heute am Ausgang einlegen. Sie werden sowohl für die Aufgaben in unserer Kirchengemeinde als auch für die Kollekte für die gesamtkirchliche Aufgaben der EKD verwendet. Am Dienstag, den 21. Juni, trifft sich der Besucherdienstkreis um 17 Uhr im Gemeindehaus. Am Mittwoch, den 22. Juni, ist um 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht und um 17.45 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Der Vorstand unseres Diakonievereins trifft sich am Donnerstag, 23. Juni um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Am Freitag, 24. Juni, laden wir um 18 Uhr zum Gebetsabend in die Kirche ein. Am kommenden Sonntag, den 26. Juni,
feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Livestream mit Pfarrer Jeske Hess. Um 11.30 Uhr ist ein Taufgottesdienst. Alle weiteren regelmäßigen Termine und Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Mitteilungsblatt, unserer Homepage oder dem Schaukasten. Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro in der Zeit vom 20. Juni bis 10. Juli urlaubsbedingt nicht regelmäßig geöffnet ist. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin. Zum Wochenspruch bitte ich Sie, nach Möglichkeit aufzustehen. In die neue Woche begleitet uns ein Wort aus Lukas 10, Vers 16. Jesus Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Geht in diesen Tag und in die neue Woche, in die Zeit, die Gott euch schenkt, mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Wir nehmen noch Platz. Heute wäre es schön gewesen, wir hätten ein großes Foyer in unserer Kirche und jeder hätte einen kühlen Cocktail am Anfang bekommen. Ja, aber vielleicht können Sie sich ihn ja daheim mixen. Ja, einen schönen, kühlen Tag.